Guten Abend, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play OMSI 2, der Omnibus Simulator. Heute sind wir in Bad Kinzau unterwegs und fahren die Nachtbuslinie 10, die einzige, von Bahnhof Bad Kinzau nach Wendersberg. Neuer Markt, über Autobahn, Schloss Bad Kinzau oder dieses Kronberger Schloss da. Und so weiter. Ja, das ist unser Bus heute, ein SOR C10.5 und wir stehen hier noch am Betriebshof, an einem von mir dazu gebauten Betriebshof. Wir fahren gleich zum Bahnhof Bad Kinzau, wir sind ja ganz in der Nähe. So, steigen erstmal ein in unseren Bus. Es gibt ja einen Betriebshof hier, aber da wären wir ein bisschen zu weit weg von Bad Kinzau. Und jetzt habe ich hier noch so einen kleinen Zusatzbetriebshof gebaut. So, lass uns mal losfahren. Wie das Ding hier funktioniert, keine Ahnung. Einsatzwagen. Betriebsrat gibt es hier nicht. Nehmen wir VKL. Der schildert das meistens nicht. In dem Fall wieder nicht. Jo. Also auf den meisten Karten hat es nicht funktioniert. In Stettin hat es aber funktioniert, komischerweise. Keine Ahnung, woran das schon wieder liegt. So mein kleiner Betriebshof, ne? Einen ganz kleinen zugebaut. Wir fahren mit Veolia Repaint heute. Ich finde den Bus ziemlich geil, muss ich ehrlich sagen. Macht echt Spaß. Ich habe den Bahnhof auch ein bisschen umgestaltet, ansonsten habe ich nichts verändert an der Karte. Ja, Abfahrt ist in 15 Minuten, möchte ich sagen. Jo. Ja, warum fahre ich heute nicht auf Winsenburg? Ich hatte ja eigentlich gesagt, dass ich noch in Winsenburg ein bisschen fahren möchte. Ach, die Karte, die spinnt ein bisschen rum. Ich habe halt weiße Straßen und so und kriege das überhaupt nicht weg da. Alles installiert da. Und es geht trotzdem nicht und ach Gottchen, ne? Da habe ich noch eine Tour aufgenommen in der Nachtlinie, da war auf einmal dann die Welt zu Ende. Obwohl sie in der Probefahrt dort nicht zu Ende war. Joa, also echt ziemlich geil, muss ich sagen. Jetzt habe ich auch Zugriffsverletzungen immer in OMSI. Jedes Mal beim Starten und ich muss OMSI immer mit dem Taskmanager beenden, ist auch sehr geil. Aber vielleicht ist es morgen ja anders, wer weiß, im OMSI ist alles möglich. Bad Kinzau. Wie lang ist unsere Tour? Dazu müssen wir erstmal unseren Fahrplan ausdrucken. Man muss eine neue Fahrplantextur installieren, damit das hier ein weißer Schein ist und nicht dieser karierte, wie sonst. Unsere Tour geht 20 Minuten plus 2, 22, ja, gute 40 Minuten, wenn wieder zwei Parts werden. Unser Bus Sore ist ein tschechischer Bus irgendwie was. Aber ich finde ihn gut. Also der hat glaube ich Platz für 39 Leute, habe ich gezählt. Mach noch ein Selfie und dann werden wir losfahren. Ich finde den Bus ziemlich nice. Hier vorne ist ein Entwerter so. Hört sich auch gar nicht so verkehrt an mit einer Uhrzeit drin und so. Und man kann natürlich auch hier noch die Klappen öffnen, aber was in OMSI leider keinen Sinn macht. Boom. Also der Sound ist schon boom. Ah, das sieht schon echt, naja, ein bisschen verpixelt ansonsten, aber gut.
Ja, dann lass uns mal losfahren. Noch einen kleinen Satz zu diesem Bahnhof hier, den ich neu gebaut habe. Hier dreimal Ankunft, einmal hier Schloss Express, dann hier 301er und hier die ganz anderen Linien, so wie das vorher auch war. Parkplätze für Autos, ein Mac ist noch und so weiter und so fort. Den Bahnhof habe ich ein bisschen ausgetauscht, habe ich ein bisschen moderner gestaltet. Ja, genau, dann hier drüben noch ne, ein bisschen Werbung so. Daneben habe ich hier noch an dem Ankunftsterminal so ein Plakatwand und Taxi stand da vorne. Ja, ne, mir auch nicht, eine Sparkasse noch. So, gucken, ob da vorne schon jemand mit will, jawohl. Wir haben genug Platz hier, fahren ein bisschen überland, der Bus passt ziemlich gut. Hier Werbeplakat auch noch links zu sehen. Hier fahren alle Linien Abend. Ab, so wie man es auch von früher gewohnt wurde. Ja, guten Tag. So, die beiden noch. Hier vorne noch für Autos. Es ist aber sehr dunkel hier. Ja? Ich kann auch, warte mal, wenn ich hier vorne Tür zu mache, dann ist es noch dunkler. So, weißt du, anstatt einfach mal zu sagen, könntest du bitte das Licht einschalten? Es ist aber sehr dunkel hier. Nächste Haltestelle, St. Nikolai. Wie gesagt, ansonsten nichts an der Karte verändert. Ist alles so geblieben. Ich habe, glaube ich, St. Nikolai die Haltestelle ein bisschen versetzt, ja. Ansonsten aber auch wirklich nichts. Genau, die andere da vorne. Außenschwenktüren gefällt mir sehr, sehr gut. Sound ist auch sehr geil. Top. Nur weil, dass die Anzeige hier in 10N steht hinten vorne, aber nicht. In Stettin ging das, komischerweise. Also Stettin können wir auch mal fahren. Mal gucken. Ich habe aber echt lange überlegt, welche Karte ich heute fahre, weil so viel Lust habe ich heute auch gar nicht auf OMSI. Weil ich einfach alle Karten schon abgefahren bin. Dann hatte ich mir jetzt noch so einen australischen installiert, wollte euch die zeigen, aber gleich wo ich die geladen habe, 7 FPS, da denke ich mir so, das brauche ich auch nicht zeigen. Wenn ich jetzt auf Q drücke, eine Ansage durchgehen will, kommt dann, können wir dann eine Endstation machen. Terminus, bitte aussteigen. Hanewaldstraße sind wir. Sehr freundlich. Da vorne ist unser Betriebshof. Unser Ersatzbetriebshof. Von hier über Saarstorf, St. Montin und all so ein Quatsch. Ich habe mal bestes Wetter genommen. Denn bei Schnee tue ich mir das hier nicht an. Oder wir können eigentlich mal so reales Wetter München oder sowas nehmen. Ist auch nicht schlecht. Platz der Freiheit jetzt. Das ist hier kalt. Ja, steig doch wieder aus. Hol von zu Hause eine dicke Jacke und dann kommst du in 55 Minuten wieder zum nächsten Bus. So, reales Wetter. München. Oder irgendwie sowas. Mal gucken. Ingolstadt. Nehmen wir mal Ingolstadt. So. Was haben wir da für Wetter? Minus 3 Grad. Hohoho. Ja. Ist nice, ist sehr nice. Nächste Haltestelle Stadtbücherei. Für alle, die es nicht wissen, die 10N fährt denselben Weg wie die Linie 311.
Nur halt seltener, glaube ich. 111 fährt öfter. Was los? Bisschen vorfahren? Hallo. Guten Tag. Oh, ja, ermäßigte, keine Ahnung, wie ich die verkaufe. Manchmal so. Dann gibt 5 zurück. Dann gibt 2 zurück. Dann gibt noch 1 zurück. Und dann gibt noch 30. Oder noch ein? Ja. So. Dann lass uns mal noch das Grün erwischen. Wir haben schon 1,6 Minuten Verspätung, kriegen wir aber wieder hin. Mann, ich wollte das Grüne haben, ey. Oh, Fresse da hinten, ey. Oder hier vorne auch von mir aus. Ist mir egal. Ja, die Hupe, naja. Was ist mit dem Seitenspiegel? Ist der gefroren da? Ich weiß ja, dass beim Bus, wenn ich die Kollision eingeschaltet hätte und ich würde irgendwie einen Unfall bauen, dann schreien die Fahrgäste und dann ist die Vorderscheibe hier kaputt. Aber das wäre mal ein richtig geiler Effekt hier, ne, dass die gefroren sind. Bei minus 3 Grad, also könnte ja sein, oder? Ist zu wärmer. Nö, minus 3 Grad. Wunderbar. Erstmal danke. Bauhaus. Mehr Eingangsmöglichkeiten gibt es ja eigentlich nicht. Nur diese kleinen Geschäfte da, wo gerade lang gefahren. Ich sage Sportgymnasium. Beliebter Einstiegspunkt. Hallo. Hallo Manfred. Hallo. Hallo. Einen normalen Fahrschein. Och Manfred, bitte. Ach scheiße, scheiße, scheiße jetzt. Wenn ich da mal drauf drücke, dann... Ja, halt die Klappe, dann stellt ihr das nochmal um. Oh Mann, hoffentlich steigen die jetzt nicht aus. Das hatte ich schon mal. Jetzt habe ich da nochmal schnell geändert. So. Dann wolltest du noch so ja. Haben. Ja, bitteschön, Mann, für die gute normal. Fahrt. Einmal normal, macht auch 270. Bitteschön. Jo, danke. Jetzt können wir ein bisschen Gas geben hier, berghoch. Mit so einem kleinen Bus macht das eigentlich Spaß. Obwohl eigentlich kein kleiner Bus ist mit 40 Leuten, also macht Spaß. Ich glaube auch Überland, nachher Wildwechsel heute auch mal dabei. Freue mich schon. Nächste Haltestelle, Tannstedt. Oh, der hat ordentlich PS, also macht echt Spaß. Ich glaube, wenn wir hier mit so einem KI-Bus, ist hier, glaube ich, der SC200 und SC202. Ursprünglich, ja, mit dem kommst du da wirklich nicht hoch. Jetzt habe ich das mal geändert auf Setra S215. Fährt jetzt hier rum als KI, wir werden einen noch sehen. Da gibt es zwei Umläufe. Bin ich mal gespannt. Aber ich glaube, der Setra, ja, der kommt auch ganz gut hoch hier, aber nicht so wie unser geiler Bus heute. Tschechische Qualität, sage ich nur. Setra ist ja auch aus dem Hause Mercedes. Ich fahre gut, ja. Dankeschön. Seinen Führerschein gewonnen oder was? Ja, Manfred. Ich habe diesen Bus hier neulich gewonnen im tschechischen Fernsehen. Ja. Und den kann ich auch mal einfach so zerstören, wenn du willst. Ja, dann können wir einfach mal hier runterfahren. Kollisionen sind aus. Ja, wir können hier runterfahren, Manfred, und dann sind wir alle tot. Kann ich auch machen. Kein Problem. Oder ich kann dich einfach auch im Wald rauslassen. So, hier ist ja nichts. Und fahr dann einfach weiter. Alles möglich. Alles möglich, Manfred. Kannst du einfach die Klappe halten, ne? Also, gibt da verschiedene Möglichkeiten. Nächste Haltestelle St. Montin. So ein kleines Café. Wo immer alle Busse langfahren müssen. Linie 10N nach Wennersberg. Neuer Markt. Ja gut, wir fahren Freitag nachts.
fahre den Bus in Automatik. Muss mal gucken. Ich glaube, manuell bin ich noch nie gefahren oder im Bus. Ich weiß nicht, wie das geht hier mit dem Driving Force GT, was ich hier habe von Logitech. Muss ich mal gucken, wie das da funktioniert. Wenn ich jetzt mal wirklich mit Gangschaltung fahren will. Immer noch Verspätung. Das regt mich gerade ein bisschen auf. Hinten haben wir auch Außenschwenktüren. Hier, da ist der Kinderwagenplatz, der einzige, und der Bus ist gut gefüllt. Man kann aber nicht die Türen während der Fahrt öffnen oder so, oder schon mit geöffneten Türen losfahren, dann erst während der Fahrt zumachen. Geht leider nicht. Das mache ich immer ganz gerne. Kenne ich auch Busfahrer, die machen das in echt so, sobald es möglich ist. Bei manchen Bussen ist es ja nicht möglich. Nächste Haltestelle Saasdorf. Dort hat die Linie 301 Endstation. Diese fährt auch über Sandmontin. Außerdem hält dort die Linie 299. Die fährt nach Rohendorf-Untergasse, fährt nicht über St. Montin. Und die Linie 311 fährt er also auch, wie eben auch, ist derselbe Linienverlauf. Und wir fahren komplett über St. Montin, über Saasdorf, über alles fahren wir. Fahren alles ab und die 301 ist dann mehr so eine Verstärkerlinie. Für die 311. Hui. Na komm, fahr. Ihr könnt alle aussteigen, wenn ihr wollt. Hier auf dem Wald, dann könnt ihr da runterrollen, wie ihr wollt, ja. Na, ich meine, die wollen ja nicht aussteigen unbedingt. Die fahren so schnell, dass Passagiere aussteigen wollen. Noch nicht. Ich glaube, das ist schon ganz extrem, wenn man hier so mitten in der Pampa aussteigen will. Oder zumindest schon unten. Ich glaube, dann würde ich vielleicht auch aussteigen, wenn der Busfahrer richtig schlecht fahren würde. Aber ich fahre ja heute gar nicht so schlecht. Radio ist ja auch mit drin. Hier unten können wir leider nicht einschalten. Hier auf YouTube zumindest sollten wir irgendwann mal bei Twitch diesen Bus fahren. Irgendwann in der Zukunft. Dann, ja, können wir mal gerne machen. Ah, das wird wohl noch 10, 20 Jahre dauern. Naja, mal gucken.